Yo, ho, ho, Leute, und herzlich willkommen zu dem großen Finale des CSGO Adventskalenders 2017. Heute ist ja auch schon der 24. beziehungsweise heute ist ja Weihnachten. Und lol, mein Bart. Und heute gehen ja die letzten Preise raus, unter anderem auch das Knife für heute. Also dieses Jahr, Hauptpreis, ihr wisst Bescheid. So, ich zeige euch nun mal die Preise. Ich habe hier noch den Community-Preis bekommen. Und den gucken wir uns jetzt gleich mal an. So, Ninja-Qualität erworben. So, der Community-Preis. Sprich, heute gibt es 4 Preise, plus das 5. dann das Knife. Und ich beginne jetzt mal mit dem Community-Preis. Zwar hat mir der Community-Preis, The Boy heißt Nomispot 2. Also jetzt momentan heißt er so. Ich werde hier halt nochmal was einblenden, weil ich, das ist schon länger her, dass er mir das geoffert hat und der sollte ja heute rausgehen. Und zwar waren das die Nova Candy Apple und eine Mac-10 Candy Apple, beides sind Factory New. Und da klatsche ich dann noch was dazu, und zwar eine Galil R-Eco. Also diese 3 Skins sind mehr oder weniger jetzt dann das erste Bundle, was rausgeht. Und zwar soll ich da auch noch jemanden grüßen. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau wen, weil ich habe die Handelsanfrage nicht mehr, aber ich bin gerade auf dem Profil von dem Mate. Und zwar soll ich die Boys grüßen. Also ich grüße mal die Boys von Nomispot 2. Fühlt euch gegrüßt und ich sage auch gleich mal danke für den kleinen CSGO Adventskalender, für den Preis. So, dann als nächstes würde ich noch raus, und was habe ich denn noch hier? Es ist ja, ich habe hier ja noch ein paar Preise, die manche Leute noch nicht angenommen haben, die Anfragen. Somit muss ich jetzt aufpassen, welche ich da jetzt raushaue und welche nicht, damit ich das nicht zweimal vergebe, weil das wäre halt nicht so nice. So, die Cayman war gestern heraus, die Mac-10s, die sind auch nicht mehr da eigentlich. Der Galil sind... Okay, dann das nächste Preis ist die AWP Elite Bill. Dann Preis Nummer 3 wäre die Farmers Roll Cage. Und das Preis Nummer 4 dann die P90 Asimov. Wäre dann der 4. Preis. So, und dann natürlich zu guter Letzt noch das Scut Knife Freehand in Factory New. Der sogenannte Hauptpreis. So, und dann sage ich, das ist auch das letzte Mal für heuer. Die Gewinner von gestern setzt er heute aus, außer dann beim Knife. Und die Gewinner von vorgestern sind ab heute wieder mit dabei, sprich jetzt die ersten 4 Preise. Die Gewinner von gestern setzen da aus. Falls einer von denen gezogen wird, gibt es einen Reroll. Dann wickeln wir mal mit dem Bundle. Das Bundle aus den 2 Candy Apples und der Galil Arrow Eco, die gehen heute raus an Kalt gedostet. Er hat insgesamt 818 Kommentare, wie machen Affen. Easy, easy, immer diese Affen. Ich versuche gerade eine Logik herauszufiltern, aber irgendwie komme ich da nicht drauf. Auf jeden Fall, du hast gestern nicht nur den Gewinner der Weise mitgehört, das Bundle mal dir, Glückwunsch. Dann als nächstes war ja die AWP Elite Build und die geht heute raus an den Mojo, this is my lucky day. Er hat insgesamt 642 Kommentare und du warst gestern auch nicht unter den Gewinner dabei, somit gehört die AWP Elite Build mal dir. So, was war der 3. Preis? Ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben. Die... Ey, ficken. Die Farmers, genau. So. Die Farmers Roll Cage, die geht heute raus an den... Cookie GHG hat insgesamt 525 Kommentare und hat mit einem V kommentiert. Du warst jetzt, weiß nicht, du warst auf jeden Fall schon mal irgendwann dabei, aber ist schon länger her. Und gestern warst du auch nicht dabei, somit gehört die Farmers Roll Cage mal dir. Und dann der 4. Preis war die P90 Asimov. Und die geht heute raus an den Danny. Er hat insgesamt 1107 Kommentare und hat gewonnen mit dem Kommentar 856. Das Lustige ist ja, ich habe vorhin sogar noch deinen Kommentar gelesen von dem gestrigen Video, wo du kommentiert hast, du hast schon über 1100 Kommentaren und hast bis jetzt erst einmal gewonnen. Jetzt hast du das zweite Mal gewonnen, das ist auch Glückwunsch an dich. Und bevor ich jetzt dann auch noch den Gewinner für das Knife ziehen werde, möchte ich noch kurz etwas sagen, und zwar wollte ich mich dafür bedanken für den Support
und diesen Rückhalt, sage ich mal, weil es war nicht immer einfach, dass ich da wirklich jeden Tag mich dann nach der Arbeit noch hinsetze und Video aufnehme und das bearbeite, Render, hochlade. Und das war ich halt nicht immer motiviert dazu, beziehungsweise hatte ich da auch oft keinen Bock und das Ganze war auch etwas stressig. Aber durch die Kommentare von manchen einen von euch und die netten Worte und generell einfach die Daumen nach oben und dieses Feedback haben mir dann, sage ich mal, die Motivation gegeben, dass ich das einfach durchziehe. Und ja, also es gibt sicherlich jemanden dabei unter den ganzen, ich glaube knapp 150 Teilnehmer sind das. Oder irgendwie 140, irgendwo um den Dreh. Und klar kann, sind da welche dabei, die was zum Beispiel gar nichts gewonnen haben, auch wenn nicht wie viele Kommentare jetzt wer geschrieben hat, da müsste ich halt nachgucken. Aber ich sage mir, seid nicht mad, ist so dieser Adventskalender, vielleicht mache ich ja nächstes Jahr wieder einen. Ich meine, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich einen mache, habe letztes Jahr auch einen gemacht. Und ich möchte mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und jetzt schon sagen, dass ich nächstes Jahr einen machen werde, aber wäre gut möglich. Aber was es auf jeden Fall wieder geben wird, wären weitere Giveaways. Ich habe es bis jetzt immer so gehabt, also dieses Jahr, dass ich immer so ein monatliches Giveaway mache, dass ich einmal im Monat dann einen Skin raushaue, um, wenn ich 20, 30 Euro. Das ist so eine RWP Asimov Field Test oder sowas. So Sachen sind halt oft dabei. Und also ich wollte einfach nur sagen, dass dies mit den Giveaways wird weiterlaufen. Ich werde das Ganze nur etwas ändern, aber beziehungsweise es wird sich schon auch einiges ändern im neuen Jahr, also ich habe es vor, aber ich weiß auch nicht wie, wann, was oder wohin ich es ändern werde. Ich bin schon so froh, wenn ich diesen Bart nicht vertragen muss, der fuckt mich schon so ab. Ich jedes Mal nach einer Aufnahme, ich habe da die Haare in der Fresse, ich fühle mich wie eine Katze. Aber egal. Ja, wo war ich jetzt? ja, ich wollte einfach nur mal Danke sagen, ist ganz nicht, einfach mal Danke für den Support. Und ich hoffe, dass ich jetzt von den Neuankömmlichen, beziehungsweise die, was durch den CSGO Adventskalender jetzt, sagen wir mal, auf meinen Kanal gestoßen sind, nicht san, also österreichisch ist am Bienen, dass ich euch vielleicht mit den anderen Videos, was ich die jetzt in den kommenden Tagen ist schlecht gesagt, aber in den kommenden Wochen oder Monaten kommen werden, beziehungsweise mit den Videos, was ich schon auf meinem Kanal habe, euch davon überzeugen könnte, dass ich dieses Abonnement, was ihr bei mir abgeschlossen habt, dass das am längerfristig ist, beziehungsweise dass ihr halt auch ein Abonnent meines Kanals bleibt, würde ich mich sehr freuen. Und ja, und was es dann noch gibt, wäre, ich habe in den letzten zwei Jahren immer so einen Neujahrs-Giveaway gemacht, wo ich sage, glaube ich, ich weiß es nicht, so eine AK Vulcan in Field Test daraus geoffert habe. Da bin ich mir nicht sicher, ich glaube das war sogar jedes Jahr so. Und ich war auch am überlegen, ob ich das heuer wieder so mache. Sprich dann am, ja, in einer Woche dann Neujahrs-Giveaway. Wenn ihr Bock habt, kann ich das ja heuer auch wieder so machen. Neujahrs-Giveaway. Ich meine, das ist ja schon fast Tradition nach zwei Jahren. Aber dafür würde ich dann schon gerne die 30 Daumen nach oben sehen, ob bei diesem Video. Wenn ihr das schafft, dann könnte ich dann nochmal eine AK Vulcan als Neujahrs-Giveaway raushauen an euch. Ansonsten, ja, habe ich, glaube ich, jetzt mal alles erwähnt. Somit können wir jetzt den Gewinner des Gutknives Freehand Infection New ziehen. Um ehrlich zu sein, bin ich jetzt selbst gerade mega hyped, weil es ist bis jetzt der teuerste Skin, sage ich mal, was ich vergiveawayt habe. Dieses Gutknife. Es ist sogar noch mehr wert als das Knife, was ich letztes Jahr hatte. Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich letztes Jahr für ein Knife hatte, aber ich glaube, das war ein Huntsman Safari Mesh in, weiß nicht mehr, was für eine Condition. Lol, ich habe mein Handy wieder nicht auf lautlos. Apropos, falls hier jemand von meinen Arbeitskollegen zuguckt, was hoffentlich nicht so ist. Weil, nee. Auf jeden Fall, falls jemand von meinen Arbeitskollegen zuguckt, ich wünsche euch mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Jo. Egal. So, der Gewinner des Gutknives Freehand Infector New. Beziehungsweise, bevor ich den jetzt noch ziehe, muss ich noch erwähnen, jetzt sind alle dabei. Die Gewinner von gestern sind heute, also jetzt bei dem Knife dabei,
Und die Gewinner, was jetzt auch vorhin schon einen von den 4 Skins gewonnen haben, beziehungsweise 3 Skins und den einen Bundle, die sind jetzt auch dabei. Also es sind alle dabei, die irgendwann nur irgendwie einen Kommentar geschrieben haben, das Video positiv bewertet haben und ein Abonnement, also mich abonniert haben. Der Gewinner des Gut Knives Freehand Infection New ist Cookie GHG. Kann ich nicht Drangler haben? Nein, Mate. Du hast das Knife gewonnen. Und du hast sogar vorhin, glaube ich, auch einen Skin gewonnen. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Warte, ich kann hier sogar nachgucken. Genau. Das dritte Skin, das war die Farmer's Roll Cage. So, wo bist du? Auf jeden Fall, Glückwunsch an dich, Cookie. Ich hoffe, du hast Spaß. Ich hoffe, du vergambelst nicht gleich das Knife, beziehungsweise... Ich hoffe, du einfach, du hältst es in Ehren. Ich bin vielleicht noch am überlegen, ob ich noch einen Nametag drauf habe, also mal schauen. Bevor ich dann auch das heutige Video beende, möchte ich mich nochmals also entschuldigen an die Leute, die bei diesem CSGO Adventskalender einen Bann auf ihren YouTube-Profil bekommen haben, beziehungsweise dass der gesperrt worden ist für eure, sag ich mal, Kommentare, die ihr geschrieben habt, aber... Wenn ich gewusst hätte, dass YouTube da so streng vorgeht, hätte ich das von Anfang an gleich andersrum gemacht. Aber ich werde es mir merken, falls ich es nächstes Jahr wieder mache, CSGO Adventskalender, dann werde ich da einiges ändern, beziehungsweise nicht einiges, es wird großteils so bleiben, wie es ist, nur es wird halt nicht mehr mit dem Kommentare-Spammen gemacht werden. Und generell einfach jetzt bei den Giveaways werde ich gucken, dass ich das jetzt anders machen werde. Und generell einfach jetzt 2018, ich habe Bock da durchzuballern, ich habe momentan bin ich motiviert oder so viel motiviert wie noch lange nicht oder wie noch nie. Ich kann meine Motivation jetzt gerade nicht in einer Skala einschätzen, aber egal. Auf jeden Fall, ich habe Bock und ich hoffe, ihr habt auch Bock auf meine Videos. Würde mich nämlich sehr freuen und würde mich auch freuen, wenn ihr mich weiterhin so supportet. Dann war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich wünsche euch nur frohe Weihnachten. Ich schätze mal, wir sehen sich noch in einem anderen Video, vor Silvester. Aber falls nicht, wünsche ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffe, ihr kommt gut an. Aber ich denke mal, da werde ich noch das eine oder andere Video rauskloppen. Aber egal. Jetzt erstmal frohe Weihnachten. Feiert mit eurer Familie, habt Spaß, genießt die freien Tage. Und... Doch zu den Gewinnern, ich werde euch kontaktieren und für alle Skins, die noch nicht angenommen werden, die Handelsanfragen, ich lasse sie offen bis zum 31.12. und ab den 01.01.2018 verfallen die Preise dann, wenn ihr sie bis dorthin noch nicht angenommen habt, die Handelsanfragen. Und ja, dann werde ich daraus entweder sie in einen anderen Giveaway mal irgendwann raushauen oder ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr selbst 31.12., dass ihr die Handelsanfragen auch annehmen werdet. Und wie gesagt, bei 30 Daumen nach oben gibt es dann noch einen Neujahrs-Giveaway, eine AK Vulcan, den Field Tested. Und sonst, ja, sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal. Oder in diesem Fall, ciao und bis irgendwann mal, euer Santa Elmo.